Weißt du, was das ist? Das ist ein Survival-Armband mit Paracord. Ja. Und was das ist und wozu die gut sind und was die für Funktionen haben und was ich davon halte, das möchte ich dir jetzt in dem Video zeigen. Ja, wir haben jetzt hier so ein Survival-Armband vor uns und lass uns mal kurz definieren, was ein Survival-Armband sein soll. Ja, Survival bedeutet ja Überleben und das soll ein Überlebensarmband sein. Ja, und dieses Überlebensarmband ist aus Paracord geknüpft, das sieht man hier. Das ist ein Paracord, kannst du auch Fallschirmschnur dazu sagen. Das ist eine sehr starke Schnur, die lässt sich aufdröseln und vielseitig nutzen. Meistens sind es 3 Meter, die du hier zusammenbekommst, wenn du das Geknüpfte aufdröselst. Ja, diese Armbänder enthalten oft einen Kompass, einen kleinen Feuerstahl, ein Messer, eine Pfeife, manchmal auch ein LED-Licht und sind eben für das Überleben ausgerichtet. Jetzt schauen wir uns die Funktion mal genauer an. Es gibt diese Survival-Armbänder, die sind nur aus Paracord. Gegen das Paracord an sich ist gar nichts einzuwenden. Das ist eine tolle Schnur. Das ist eine reißfeste Fallschirmschnur. Dieses Paracord ist belastbar, leicht, flexibel und vielseitig einsetzbar. Ich habe dazu auch einen Artikel schon auf meinem Blog geschrieben. Dort findest du auch 39 Beispiele, wie du Paracord nutzen kannst. Schnur braucht man draußen eh immer. Ja, meistens besteht so ein Paracord aus geflochtenen Fäden im Mantel. Dann im Kern des Paracords, in so einer Schnur, in so einem Strang hier, sind dann auch noch 7 oder mehr Kernfäden. Und die sind teilweise so dünn, dass du damit angeln kannst. Manchmal ist auch nochmal Nylonschnur mit drin, richtige Angelschnur. Manchmal ist auch ein Draht mit drin, der recht sinnvoll sein kann. Also, dieses Paracord ist vielseitig einsetzbar, ist auch wirklich beliebt bei Survivalisten und Bushcraftern oder im Outdoor-Bereich. Spätestens wenn dir ein Schnürsenkel reißt beim Wandern, bist du froh, wenn du hier so ein bisschen Paracord dabei hast. Das musst du aber nicht am Armband haben. Schauen wir uns mal die anderen Sachen an. Ich gehe mal auf ein Paracord-Armband ein, auf ein Survival-Armband, wo ein Messer dran ist. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Hier ist nur so ein kleiner Schaber dran. Den erkläre ich aber gleich. Und zwar gibt es diese Armbänder hier mit Messer. Das sind, ja, die sind dann hier in diesem Verschluss mit eingearbeitet. Tja, was ist das für ein Messer? Ihr könnt euch vorstellen, das Messer ist nicht länger als hier mein halber Zeigefinger. Es ist also ein recht kleines Messer. Und damit kannst du noch nicht mal irgendwie einen Angelspeer bauen. Damit kannst du, naja, so eine Dose kannst du damit bestimmt öffnen. Aber es muss dir klar sein, so ein kleines Messer, das ist halt eben auch nur eingeschränkt nutzbar. Da gibt es noch ein rechtliches Problem dazu. Und zwar gibt es ein BGA-Feststellungsbescheid zu einem ganz ähnlichen Messer. Das Paracord-Armband heißt Outdoor Edge. Und das BKA klassifiziert dieses Überlebensarmband, Survival-Armband, als verbotenen Gegenstand. Und zwar hauptsächlich dadurch, weil es nicht ersichtlich ist, dass es eine Waffe ist. Schau dir das mal genauer an. Ich habe dazu auch über diese Paracord-Armbänder einen Artikel auf meinem Blog verfasst. Dort findest du auch die Verlinkung zu dem BKA-Feststellungsbescheid. Ja, das war das kleine Messer. Eine Funktion dazu. Ja, kommen wir zu der anderen Funktion dieses Armbandes. Und das ist hier dabei. Das ist dieser kleine Kompass. Ihr seht, hier ist ein kleiner Kompass drin. Der dreht sich auch fleißig mit. Und ich möchte jetzt mal ausprobieren, ob der auch wirklich nach Süden zeigt. Süden ist ungefähr in dieser Richtung. Ich werde den Kompass mal an meinem Smartphone auch anmachen und mal zum Vergleich hierher halten. Und ihr seht jetzt, wo Süden ist. Ja, es spiegelt sich hier ein bisschen, ich weiß. Diesen kleinen Kompass muss man immer schütteln. Das steht auch in den Bedienungsanleitungen meistens drin. Und wenn ich den jetzt so hinhalte hier, dann seht ihr, mein Handy zeigt zwar nach Süden, aber unser Kompass nicht. Ich versuche ihn mal ein bisschen gerade alles zu machen. Vielleicht sehen wir es so besser. Ich lege das Handy mal hier unten hin und versuche mal ran zu zoomen.
Ja, man sieht es schlecht, aber so könnte es klappen. So, ihr seht, Süden ist hier. Hier ist das S vom Handy und hier auch nochmal. Und der Kompass, naja, der zeigt zwar auch in die Richtung, aber das sind schon ein paar Grad Abweichung. Und ganz ehrlich, diese 5 Grad, die du vielleicht falsch läufst, 6, 7, 8 Stunden lang, lassen sich ganz woanders rauskommen. Diese kleinen Kompasse hier von diesen Survival-Armbändern, die sind zwar ganz nett, aber die werden nie einen ordentlichen, großen, funktionsfähigen, qualitativ hochwertigen Kompass ersetzen. Die sind ganz nett, um zu sehen, in welche Richtung man ungefähr läuft. Verlassen würde ich mich nicht darauf. Jetzt kommen wir mal zu der dritten Funktion, die die Survival-Armbänder hier meistens an sich haben. Und zwar ist das der kleine Feuerstahl hier drinne. Hier ist er in der Mitte des Verschlusses. Und wenn man jetzt diesen Schaber hier nimmt und daran reibt, den am Feuerstahl langzieht, dann können da auch Funken entstehen. Es ist nicht so einfach. Hier hängt natürlich alles zusammen. Ja, ihr seht, da entstehen schon Funken. Aber ich sag dir jetzt gleich, mit Feuerstahl ein Feuer zu entzünden, ist eh schon schwierig. Gerade für Anfänger. Das braucht Übung. So, und jetzt hast du so ein kleines Ding hier an deinem Paracord-Armband und sollst damit ein Feuer entzünden. Ich verspreche dir, hast du das nicht geübt, wirst du es nicht hinkriegen. Du wirst verzweifeln. Also auch hier ein ganz dünnes Ding. Und ihr seht auch schon, das ist von mir, ich habe das jetzt, naja, vielleicht 50 Mal da hin und her geschabt, um überhaupt Funken zu erreichen. Klar, man muss erst hier die Schicht abkratzen von diesem kleinen Feuerstahl. Dann funktioniert es erst. Aber ihr seht ja schon, wie dünn das Ding geworden ist. Das ist wirklich nur für einen Notfall, dass du irgendwie Funken erzeugen kannst. Und wenn du Glück hast und geübt hast, dann kriegst du damit ein Feuer an. Ansonsten, naja. Weiter geht's mit der nächsten Funktion. Ihr seht hier diesen kleinen Schlitz, oder? Ja, das ist zum Reinpusten, das ist eine Pfeife. Und das ist mit die zweitcoolste Idee an diesem Survival-Armband, nach dem Paracord, der ist wirklich nützlich, ist die Pfeife. Und zwar kann es natürlich passieren, du gehst irgendwo verloren in der Wildnis und meistens, in den größten Fällen, wird auch nach dir gesucht. Und dann hilft dir die Pfeife. Ich probiere die mal kurz aus. Und die funktioniert wirklich gut. Das ist was Gutes. Damit machst du auf jeden Fall auf dich aufmerksam, wenn du irgendwo verloren gegangen bist. So, manche Armbänder haben hier noch oben ein SOS-LED-Licht dran. Das ist hier irgendwo mit eingearbeitet, eine kleine Batterie, zwei LED-Lichter, die sind auch wirklich hell. Und die kannst du anschmeißen, wenn du im Notfall bist, soll wohl auch zeigen, wo du dich aufhältst. Oder wenn es halt wirklich richtig dunkel ist, dass du noch irgendwas siehst, kann auch ganz nützlich sein. Aber die Dinge halten auch nicht lange, vielleicht reicht das, um sich irgendwie noch Feuerholz zu suchen, zum Auto zurückzukehren oder auf sich aufmerksam zu machen mit der Pfeife und den Lichtern. Ja, jetzt mal zu den Kosten. Was kostet so ein Armband? Die gehen bei 5, 6, 7 Euro los, je nach Ausstattung bis zu 15 Euro durchschnittlich. Es gibt die auch in wirklich teuer, mit 50 Euro aufwärts, 60, 70 Euro. Das sind aber auch wirklich dann ganz andere Klassen, Qualitätsklassen. Mit einer richtigen Uhr drin. Und diese Armbänder hier für, naja, sagen wir mal, plus, minus, paar Euro, 10 Euro. Ja, was ist davon zu halten? Ich sag mal so, du hast jetzt hier eine Pfeife, einen Kompass, einen Feuerstahl, den Paracord, manchmal noch ein Messer und noch ein LED-Licht. So, das kriegst du für 10 Euro.
Nur stell dir mal vor, ich klopfe an deine Tür und sage, ich habe ein super, super Survival-Tool für dich. Da hast du dran ein Messer, eine Schnur, ein Kompass, eine Pfeife, ein Feuerstahl, eine Uhr und noch eine Taschenlampe. Und dann denkst du, wow, was ist das denn Geiles? Kostet sicher 100 Euro. Und ich sag zu dir, nö, kriegst du für 10 Euro. Ich glaube, du machst die Tür zu. Gerade, wenn du dich in diesem Bereich schon ein bisschen auskennst. Ich will damit sagen, für 10 Euro erwarte bitte nicht zu viel von diesen Armbändern. Der Feuerstahl, ich hatte es ja gezeigt, dieses kleine Piepelding, damit kriegst du ein Feuer an, wenn du echt geübt hast. Dieser Kompass, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Wer weiß, in welche Richtung du dann läufst. Die Pfeife, ganz cool. Naja, die LED-Lichter, kann man sich drüber streiten, können auch nützlich sein. Das einzigste Nützliche hier ist wirklich der Paracord selbst. Diese tolle Schnur. Ja, und wenn du dich mal im Netz umschaust und nach diesen einzelnen Verschlüssen hier schaust, was die kosten, Centbereiche, dann kannst du in Asien bestellen. Und schaust du dir mal alle Armbänder an, wirst du 90% der Armbänder finden, die den gleichen Verschluss hier haben. Es gibt da nicht viele Unterschiede. Das ist meistens dieses schwarze Plaste und die paar Funktionen, die da drin sind. Also, für mich ist so ein Armband ein Gimmick, eine Spielerei. Wenn du jetzt Bushcraft oder Survival-Anfänger bist und du fühlst dich damit irgendwie besser, dann kaufst dir. Mach's einfach. Aber wenn du denkst, du müsstest das jemandem schenken, der schon langjährig einer Outdoor-Leidenschaft nachgeht, kauf es ihm bitte nicht. Es liegt nur im Schrank rum und ist verschwendetes Geld. Was gibt's noch zu sagen? Es gibt andere Websites im Netz, die loben diese Survival-Armbänder in den höchsten Tönen. Ja, es ist eine halbe Überlebensausrüstung. Ja, das wird total ein Schwachsinn. Es ist garantiert keine Überlebensausrüstung. Eine richtige Überlebensausrüstung besteht aus hochwertigen Werkzeugen und aus einer Menge Wissen und Übung. Es gibt noch andere Webseiten, die schreiben, es ist ein Pflichtkauf für Outdoor-Enthusiasten. Also ein Enthusiast ist ja einer, der einer Leidenschaft nachgeht. Und jemand, der einer Leidenschaft nachgeht, der macht das schon länger. Und bitte, bitte, kauf das keinem, der schon länger einer Outdoor-Leidenschaft nachgeht. Nein, es ist kein Pflichtkauf. Und so toll wie auch Amazon ist, wo du die Dinger eben für 10 Euro kriegst, schau dir mal die Bewertungen an. Auch ein bisschen differenziert und vorsichtig. Es gibt da Bewertungen, die schreiben, ganz klasse, wunderbar, toll, super Armband. Schau dir mal die User an, die das bewerten. Und du wirst feststellen, die bewerten irgendwie seit Jahren nur positiv tolle Gadgets aus Asien oder aus Indien oder wo auch immer her, wo sie halt auch billig produziert worden sind. Ja, ich habe so ein Survival-Armband, aber nicht so eins, sondern ein selbstgeknüpftes, weil ich wissen möchte, wie man das knüpft. Das trage ich manchmal auch und nur aus dem Grund, weil ich es schön finde und weil ich damit auch zeigen kann, hey, guck mal, ich gehöre irgendwie hier zur Outdoor-Szene, Bushcraft, Survival, was auch immer. Denn das tragen die meisten, die sich da irgendwie zugehörig fühlen. Nun, mein lieber Outdoor-Freund oder meine liebe Outdoor-Freundin, ich würde jetzt gerne von dir wissen, was hältst du von diesen Teilen hier, von diesen Survival- und Überlebensarmbändern? Das ist ja ein bisschen so das gleiche wie mit, was hältst du von Survival Kits? Da ist ja alles Mögliche drin für 15 oder 20 Euro. Dazu habe ich auch schon einen Artikel auf meinem Blog geschrieben. Schau dir den auf jeden Fall an, wenn du vorhast, ein Survival Kit zu kaufen. Schau dir auch meinen Artikel nochmal an zum Survival Armband. Da erzähle ich auch noch ein paar andere Sachen und stell dir auch diese Armbänder vor. Schreib mir in die Kommentare, was du von diesen Dingern hältst. Ich freue mich. Lass uns austauschen. Das war der Martin von Survival Kompass.